Es klingt wie aus einem Film, eine verbotene Insel, ein unheimliches Institut. Allerdings ist es kein Film, sondern die Realität, denn wir stehen hier am Eingang zur Insel Riems vor Greifswald. Riems, auch genannt die Seucheninsel oder die gefährlichste Insel Deutschlands, Grund dafür ist, dass sich dort das Friedrich-Löffler-Institut befindet, ein Hochsicherheits-Biolabor mit einer Virusbank, wo rund 500 Virusstämme und Isolate lagern, darunter auch tödliche Erreger. Also wirklich ein gruseliger Ort, den wir jetzt besuchen werden. Ein Teil der Insel ist bewohnt, der andere Teil ist Sperrbezirk. Wir versuchen so nah wie möglich ranzukommen. Benannt ist das Institut nach Friedrich Löffler, der war Professor für Hygiene an der Uni Greifswald und der musste 1910 auf diese Insel ziehen, nachdem er eine gesamte Region bei Greifswald mit der Maul- und Klauenseuche infiziert hat. Zwei interessante Aspekte gibt es. Zum einen hat hier möglicherweise die Vogelgrippe in Deutschland ihren Anfang genommen. Der andere Aspekt ist, dass hier möglicherweise ukrainische Biowaffen lagern. Dafür gibt es zumindest Indizien, die von der russischen Regierung auch vor der UNO vorgetragen worden sind. Wir werden uns damit auseinandersetzen und ja, werden diesen Ort jetzt besuchen. Der Ort wirkt ruhig und etwas gespenstisch. Menschen sieht man hier nur selten auf einer der zwei Straßen, die es auf der Insel gibt. Und niemand scheint mit uns über das Labor sprechen zu wollen oder zu dürfen. Nahmen hier wirklich Seuchen wie die Vogelgrippe ihren Anfang, wie einige meinen? Nach einigem Suchen finden wir schließlich doch jemanden, der mit uns über die Insel und mit dem, was hier passiert, sprechen möchte. Die Stadt ist ja ziemlich verlassen und fast schon ein bisschen gespenstisch. Wie ist es denn, direkt neben so einem Hochsicherheits-Biolabor zu wohnen hier auf Riems? Das ist total entspannt. Es ist ein sehr naturnahes Wohnen und gespenstisch ist es hier eigentlich auch nicht. Wir sind ja um die 65 Einwohner hier, also es ist durchaus bewohnt und es ist halt sehr ruhig. Es gibt ja nur zwei Straßen, auf denen eigentlich auch nur Anwohner und Institutsmitarbeiter fahren. Also das ist sehr angenehm hier zu leben, auf jeden Fall. Und das Hochsicherheitslabor ist ja ein Hochsicherheitslabor. Also insofern ist es weniger gefährlich, hier zu wohnen, als jetzt zum Beispiel am Hamburger Flughafen unterwegs zu sein, wo die Ebola-Infizierten ja einfach so einem die Hand geben könnten. Während hier weiß man, wo die Ebola-Viren sind und dass sie gut aufgehoben sind. Bekommen Sie so ein bisschen mit, wer hier ein- und ausgeht? Also gibt es ja auch Militärfahrzeuge, die ins Labor einfahren oder was ist das für ein Verkehr, der hier stattfindet auf der Insel? Also Militärfahrzeuge habe ich seit 7 Jahren nicht mehr gesehen. Also einmal habe ich welche gesehen, die haben dann mal eine Exkursion gemacht und das Ding besichtigt. Aber sonst, gut, man hat ab und zu mal einen Feueralarm oder so. Also die haben so empfindliche Sicherheitssysteme und dann kommt die Feuerwehr öfter mal an, ohne dass eigentlich irgendwas ist. Aber sie müssen halt sicherheitshalber ankommen. Sonst finde ich das ganz schön hier, dass halt auch Leute aus aller Welt kommen, die mit dem Institut irgendwas zusammen zu tun haben. Also dann laufen auch direkt hier vor unserem Haus Leute in traditioneller afrikanischer Kleidung rum oder in arabischer Kleidung und so und alle Sprachen und Hautfarben kommen hier mal so vorbei und das ist ein schönes internationales Flair für so ein kleines Fleckchen Erde, wie wir es sind. Hier liegt es, doppelt und dreifach umzäunt, gut bewacht wie ein Hochsicherheitstrakt, das Friedrich-Löffler-Institut. Militärbiologisch hochinteressant. Es ist erwiesen, dass die Amerikaner in der Ukraine vor Ausbruch des Krieges ein Netz von Biolaboren unterhalten haben. Darin wurden besonders gefährliche Krankheitserreger erforscht, sowie Wege zu ihrer epidemischen Verbreitung. Welche Rolle die Bundesrepublik dabei gespielt hat, wird möglicherweise bisher unterschätzt. So hat das Friedrich-Löffler-Institut eine aktive Kooperation mit gleich drei ukrainischen Instituten, die auf militärbiologischem Gebiet aktiv sind. Zwei davon in Kiew, eins in Charkow.
Und das Friedrich-Löffler-Institut soll in der Ukraine vor allem das Krim-Kongo-Fieber untersucht haben, das 1944 von sowjetischen Wissenschaftlern auf der Krim entdeckt worden ist und das für den Menschen tödlich sein kann, das also zu Darmblutungen, Blutabbrechen, Hautblutungen führen kann. Und laut einem Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums wurden gefährliche Materialien aus US-ukrainischen Biolaboren nach Ausbruch des Krieges hierher evakuiert, lagern jetzt also möglicherweise auf der Insel Riems und Deutschland steckt möglicherweise viel tiefer im Sumpf der US-ukrainischen Biolabore als bisher angenommen. Sie haben gar keine Angst, dass hier irgendwas ausbrechen könnte, irgendeine Krankheit, die dann ihre Verbreitung natürlich als erstes auf der Insel findet. Also das hat es früher tatsächlich gegeben. Also die Leute, die vor der Wende hier schon gearbeitet haben, haben erzählt, dass es da Ausbrüche gab, eben bevor dieser Hochsicherheitsstall gebaut wurde. Und dann lagen hier tote Eichhörnchen rum und solche Sachen. Also das war dann wohl schon auch nicht so gut. Naja, das Einzige ist wirklich, dass es vielleicht ein guter Angriffspunkt wäre, wenn es mal zu einem Kriegsausbruch oder in Kriegseintritt dann direkt auf deutschen Boden kommen würde. Dann da hätte ich Angst vor selber, muss ich sagen. Haben Sie denn gar keine Angst, dass hier was ausbrechen könnte aus dem Institut, beziehungsweise dass das Institut möglicherweise zu einem Angriffsziel wird vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs? Habe ich nicht. Und sowas in der Richtung ist auch noch nie hier vorgefallen, dass irgendwas rauskam. Also wichtiger war mir der Standort mit dem russischen Kraftwerk in Lubmin. Da wusste man nie etwas, ne? Also ich habe mich gefreut und mitgejubelt, ne? Dass der dritte Reaktor dort aufgebaut wurde, aber noch nichts von Tschernobyl gewusst, ne? Und Tschernobyl war mir lebensbedrohlicher, es wäre lebensbedrohlicher entgegengegangen als die Viren, die vom Institut bearbeitet wurden, beforscht wurden und bekämpft wurden, ne? Lagern hier wirklich hochgefährliche Biowaffen aus der Ukraine? Die Bewohner von Riems scheinen keine Angst vor dem Ausbruch eines hochansteckenden Erregers aus dem Labor zu haben. Doch man mag sich nicht vorstellen, welche Folgen ein Ausbruch zum Beispiel durch einen terroristischen Angriff nicht nur für Deutschland, sondern vielleicht sogar für die gesamte Weltbevölkerung haben könnte. Ist man auf solch ein Szenario wirklich vorbereitet?